Hallo und herzlich willkommen bei Kantech. In diesem Video möchte ich gern Edgard vorstellen. Edgard ist fast dasselbe wie P-Hole. Wer von euch schon mal P-Hole verwendet hat, weiß, was es ist. Es ist dafür da, Werbungen zu blockieren, Webseiten zu blockieren, hat aber ein bisschen mehr Möglichkeiten als P-Hole. Da gibt es einen Familienschutzmodus sogar dazu. Ich habe es hier unter GitHub mal aufgemacht. Da sieht man es ein bisschen im Vergleich zwischen P-Hole und Edgard Home. Man kann natürlich Werbungen und alles blockieren, hat einen eingebauten DHCP-Server. Im Vergleich auch dazu DNS-Upstream-Servers haben wir hier auch. Cross-Plattform, das heißt, man benötigt eigentlich keine Software, um das zu verwenden. Das zeige ich euch auch noch, wie man das macht. Ist sehr einfach und eigentlich ratzfatz erledigt. Blocking, Phishing, Malware Domains, klar, macht man hier auch. Was haben wir da noch? Access, ja, kann man machen. Man kann hier sogar einige Webseiten so schön blockieren, die vorgefertigt sind natürlich, oder auch welche selber hinzufügen, aber das schauen wir uns dann im Detail an. Die Installation selber ist relativ einfach, es geht eigentlich sehr schnell. Die Oberfläche ist selbsterklärend, ist auch sehr einfach, werde ich auch zeigen. Wieso macht man das? Wieso macht man das? Edgard ist natürlich so, wenn man jetzt zu Hause sitzt und im Internet permanent am Surfen ist, klar, man bekommt sehr viele Werbeanzeigen eingeschalten oder auch Seiten, die jetzt nicht geeignet sind, sage ich mal, für Kinder und möchte die gerne blockieren. Daher ist sowas super und ist auch sehr leicht, sage ich mal, zu installieren. Wie fangen wir eigentlich an damit? Und zwar habe ich jetzt mal das so probiert und habe es ausprobiert, besser gesagt, und habe es natürlich auch zum Laufen gebracht und werde es dementsprechend auch euch zeigen. Viele von euch, die haben zu Hause bestimmt irgendeinen alten Rechner oder auch einen Proxmox-Server, so wie ich. Und da machen wir einfach einen ganz normalen Container. Wir stellen einen Container und nennen den einfach von mir aus Edgard. Okay. So, ich vergebe mal hier schnell ein Passwort. So, Template nehme ich Ubuntu 23.04. Speicher werden wir da nicht sehr viel brauchen. Ich mache da einfach mal, ja, 30 GB, das sollte reichen. Prozessor habe ich genug, deswegen verpasse ich mir einfach 4 Cores. Memory verpasse ich. Ja, 4 GB Arbeitsspeicher sollte reichen. Network, DHCP, DNS, lassen wir so, confirm, finish. Gut. Zuallererst werden wir eine Linux-Server-Oberfläche installieren. Oder besser gesagt, Server-Software installieren. Und dann machen wir mit einer Zeile eigentlich nur Edgard drauf. Also besser gesagt, Edgard Home drauf. Und werden das dann zum Laufen bringen. So, wo habe ich dich? Da habe ich dich. Dann Konsole starten. Ich kann da viel sagen, aber wenn man die Oberfläche der Software mal sieht, dann erkennt man natürlich auch, was für Möglichkeiten es sich mit sich bringt. So, bevor ich anfange, mache ich mal Update. Ja, ein Update mal ziehen. Ich weiß ja nicht, wie alt das Template ist. Ein paar Sachen gibt es ja schon. So, dann, wenn man jetzt einen Container installiert, dann sind meistens die NetTools nicht installiert. Deswegen installiere ich die gleich mal mit. NetTools sind dafür da. Oh, ist da wieder was vertippt. NetTools. So. NetTools sind dafür da, dass ich mal sehe, welche IP-Adresse ich überhaupt habe. Okay, das war es eigentlich auch schon. So, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu installieren natürlich. Ne? Ich nehme aber hier mit wget, das ist das Einfachste. Gehe hier wieder rüber, einfügen. So, Edgard is now installed. Ja, ist installiert, geht relativ schnell, wie man aussieht. Hier sieht man natürlich gleich einmal die IP-Adressen, die wir brauchen. Ne? Hier haben wir die IP4, die nehmen wir mal raus, kopieren, gehen hier in den Browser rein, einfügen, los. Ja, das haben wir schon. Also, zuallererst kommt hier Willkommen bei Edgard Home.
Sollen wir mal anfangen. So, Netzwerkschnittstelle für die Admin-Oberfläche. Nämlich die hier. Meine eigene IP-Adresse. So, jetzt DNS-Server-Schnittstelle. Ne? Wenn man mehrere Schnittstellen im System, sage ich mal, hat, dann kann man das natürlich auch machen, aber ich nehme einfach hier die eigene wieder. Ne? Das reicht vollkommen. So, dann wir haben so eine feste IP-Adresse. Gut, also ich habe jetzt hier die IP-Adresse zwar per DHCP zugefügt gehabt zu meinem Proxmox-Server. Empfehlenswert ist es natürlich, wenn ihr da eine statische vergibt. Ne? Nicht, dass ihr das Ding dann umsteckt oder ihr kriegt irgendwie eine neue. Das wäre natürlich schlecht. Dann funktionieren die ganzen Geräte nicht mehr und ihr könnt euch nicht mit dem Internet verbinden. Gut. Zum Zeigen oder zum Vorschauzwecken hier reicht das vollkommen aus. Wir gehen auf Weiter. So, Benutzername. Ja, gebe ich mal ein. Mache ich mal ein Passwort. Passwort bestätigen. Weiter. Ja, okay, speichern wir mal. So, wir haben jetzt hier die Einstellungsmöglichkeiten für den Router, Windows, macOS, Android, iOS, kann man machen, DNS, Datenschutz, etc. pp. Ist aber jetzt für den Anfang eigentlich noch unwichtig, brauchen wir nicht. Ne? Wir gehen mal rein. So, gleich kommt das Benutzer, also die Admin-Oberfläche besser gesagt. So, ja, gut. Also, wir haben jetzt hier unsere Admin-Oberfläche ist bei mir in dunkel. Ich mache sie mal auf hell. Ja, hell. Okay. Auf hell. Dann sieht man ein bisschen mehr. DNS-Anfragen, Filter gesperrt und schädliche Phishing-Webseiten etc. pp. Also alles ist noch auf Null, weil jetzt noch nichts durch das System gefiltert wird. Ist ja klar. Also ist jetzt noch nichts dabei. So, Übersicht. Also hier oben eigentlich selbsterklärend, sage ich mal. Aber jetzt gut, wir fangen mal an mit den allgemeinen Einstellungen. Domains durch Filter und Host sperren. 24 Stunden. Ja, erstmal da. So, Edgard, Webseiten für Internetsicherheit nutzen. Ja. So, dann gibt es natürlich auch den Edgard Web Service für Kindersicherung verwenden. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mal einen, sag ich mal, einen PC, einen Laptop oder was auch immer, oder auch, sag ich mal, ein Handy, wenn das Kind ein Handy hat, und man möchte das absichern, ne? Man möchte jetzt, dass das Kind jetzt zum Beispiel nicht auf, ja, sag mal, FSK 18 Seiten kommt, dann kann man das tatsächlich so machen, dass man das hier sperren kann. Ne? Also das ist ganz einfach. Wir können das hier mal aktivieren. Das sehen wir uns dann nachher mal an. Sichere Suche verwenden. Ja, machen wir auch. So, dann gehen wir weiter. Speichern mal ganz kurz. So, Statistikkonfiguration, 24 Stunden. Ja, belassen wir mal so. Gut, hier ist jetzt nicht mehr sehr viel zu machen. Gehen wir weiter. DNS-Einstellungen. Gut, da gibt es hier eine ganze Menge, was man hier machen könnte, aber ich habe das auch so gelassen, so wie es ist. Es geht über Quad9, ist auch ein guter DNS-Anbieter, ist auch sicher und tut euch, also besser gesagt, jetzt nicht die ganzen Daten abspeichern. Ne? Lastenverteilung, Paralleles Abfragen, Entschuldigung. Ne? Schnelles IP-Adresse, gut, was die drei hier bedeuten, weiß ich selber nicht. Also das habe ich jetzt auch noch nicht rausbekommen. Deswegen habe ich es mal so gelassen. Da haben wir schon den. Wo gehe ich denn hin? Das ist der Quad 9 DNS Server, wie es ausschaut. Jo, das ist bei. Lassen wir so Upstream testen. Funktioniert. Begrenzung. Setzen wir mal auf 0. Wir wollen ja nichts begrenzen hier. Just. Ja, lassen wir so Cage, lassen wir auch so Zugriffsrechte, lassen wir auch. Gut, wir haben jetzt hier Verschlüsselungs. Wir könnten hier auch eine SSL-Zertifikat-Geschichte hier machen, ja, damit das hier natürlich sicherer ist. Ja, brauche ich jetzt aber nicht. Client-Einstellungen, da findet ihr einmal hier, das ist quasi mein Router und das bin ich selber, wie es ausschaut oder was auch immer das sein soll. Ah, das ist der hier, wo ich gerade eingeloggt bin. Ja.
DHCP-Einstellung. Gut, wir können jetzt hier auch einen DHCP-Server, sage ich mal, einstellen. Das heißt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt bei mir habe ich jetzt eine Fritzbox und wenn ich jetzt diese Fritzbox nicht als DHCP-Server nutzen möchte, sondern Edgard hier, dann kann ich das natürlich machen. Ich kann das hier einstellen und sagen, okay, vergib du bitte die IP-Adressen in meinem Netzwerk. Das geht, das kann er auch machen. Allerdings möchte ich das gar nicht. Will ich eigentlich gar nicht machen. Brauche ich nicht. Filter, da wird spannend. So, hier gibt es die DNS-Sperrliste von Edgard selber. Ne? Blocking-Liste, das tun wir hier auch mal aktivieren. Nach Aktualisierungen suchen. Man sieht hier die ganzen Regeln. Bei dem einen sind es 57.406. Eine ganze Menge sogar. 6.540 beim zweiten. Das sind solche Regeln, die Edgard immer wieder aktualisiert. Das machen die selber. Da sind so Experten dahinter. Die suchen sich natürlich die ganzen Sachen raus, was gesperrt wird und allem, was halt für die Sicherheit sehr wichtig ist. Daher müssen wir hier eigentlich gar nichts machen. DNS. Positivlisten, da kann man Listen hinzufügen, Container Syntax, Domains auch. Ja, lass mal leer, brauche ich nicht. DNS-Umschreibungen, gesperrte Dienste. Ha, hier kommen wir mal zu den schönen Sachen. Also, Edgard hat hier gesperrte Dienste, den Reiter. Man sieht hier eine ganze Menge von Amazon, AliExpress, Apple Streaming, Battle.net, ja, Clubhouse, Deezer, Disney Plus, Hulu, was da noch alles gibt, PlayStation, TikTok, ja, eine ganze Menge sogar, ne? YouTube kann man sogar auch sperren. Okay. Das ist dafür da, wenn ich das hier aktiviere, sagen wir mal, nein, Gag, so. Speichern. Okay. So, jetzt habe ich das hier natürlich deaktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt einen PC habe, der über dieses System hier läuft, dann kann er hier nicht zugreifen. Also prinzipiell, wenn ich jetzt von meinem Sohnemann oder von meiner Tochter, je nachdem, vom Kind jetzt sage, okay, nein, du darfst mit dem Handy, habe ich dir zwar gegeben, ja, du darfst ins Internet, aber darfst nicht auf die Seite gehen. So. Dann kann ich das hier sperren. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich ganz leicht. Was gibt es noch? PlayStation, Riot Games, Snapchat, Steam, Ubisoft. Eine ganze Menge schon vorgefertigte Sachen. Was sehr interessant ist. Dann gibt es die benutzerdefinierte Filterregeln. So. Hier kann ich zum Beispiel reinschreiben, welche Webseiten gesperrt werden sollen. Ne? Da kann ich zum Beispiel die Seiten reinschreiben, alles und dementsprechend auch Kommentare hinterlassen und sagen, das geht nicht, das geht nicht. Ne? Klar werden die Kommentare jetzt nicht auftauchen beim Rechner, aber im Hintergrund ist das gesperrt und das ist gar nicht mal so schlecht. So, Anfrageprotokoll ist noch leer, weil nichts drin ist. Ne? Einrichtungsassistent. So, wenn man jetzt, ich sage mal, den Router umstellen möchte, ne, dass der Router die DNS-Einstellungen von Edgard hier übernimmt, dann kann man das hier machen. Ne, Router draufklicken und hier dann durchlesen und dementsprechend machen. Allerdings empfehle ich das nur denjenigen, ja, die sich ein bisschen auskennen. Ne, also man sollte jetzt da nicht wirklich rumfuschen im Router. Ne, wenn man einmal eine Einstellung falsch macht, dann das Gerät resetten, dann sich neu verbinden mit Internet und ist immer so eine Sache. Ne? So, dann geht es unter Windows, ne, den Reiter. Da gibt es die Einstellungen dafür, wie man da vorgeht. macOS, Android. Ne, das kann auch ein Android, ja, Handy sein, kann auch ein Tablet sein. Ist eigentlich relativ wurscht. Ne, aber prinzipiell eigentlich fast gleich. Bei iOS, klar, im Handy kann man das auch machen. Dann DNS-Datenschutz. Verwenden können müssen Sie Edgar-Einstellungen. Na gut, das ist jetzt noch was anderes. Okay. So, zum Testen. Also, Windows, macOS, Android, iOS. Klar. Ich werde es einmal mit meinem, ja, iPhone testen. Ne? Da werde ich das mit meinem iPhone mal einfügen. Das werde ich dann auch nochmal zeigen.
Dann testen wir das natürlich mit Windows. Dafür habe ich einen Laptop vorbereitet. Der soll dann über dieses System sich dann mit dem DNS quasi anmelden und dann über diesen DNS-Server dann im Internet surfen. Gut, ich gehe hier mal auf iOS, dann schaue ich mir das mal an. Gut, also hier ist ja schon mal die IP-Adresse von unserem Server hier in dem Sinne, also das, was wir auf Proxmox installiert haben. Und das ist dann die Adresse, die DNS-Server-Adresse, die wir eingeben müssen. Ich blende jetzt hier mal mein Handy ein, also Einstellungen, in meinem Fall WLAN, dann DNS konfigurieren, dann auf manuell, dann gibt es hier den Server ein, also die Server-IP-Adresse von eurem Edgard Home. Bitte nicht vergessen, dass ihr die anderen DNS-Server, die jetzt da drin sind, auch rauslöscht, sonst versucht sich damit zu verbinden. Ist nicht tragisch, wenn ihr es später wieder auf automatisch stellt, macht ihr das ganz normal. So, jetzt dann müsste ich, genau, ich habe nämlich einen neuen Gag erstmal aufgerufen, dann funktionierte es, jetzt funktioniert es nicht mehr. Ne? Ich kann, man sieht auch, wie ich jetzt rüber switche und auch bei Google reingehe und auch ganz normal was suche. Was habe ich da gesucht gehabt? Kochrezepte, ja, sehr wichtig. Kochrezepte, alles funktioniert einwandfrei. Das alles läuft jetzt über Edgard Home. Also neuen Gag ist jetzt nicht mit bei. Ich kann es jetzt nochmal bei Google suchen. Wenn ich jetzt unter neuen Gag sehe, suche ich das. Ich finde zwar die Seite, ist zwar gelistet hier, aber wenn ich draufklicke, dann passiert nichts mehr. Jetzt schauen wir uns das nochmal im Admin-Bereich an. So, nach der Einstellung hat man gesehen, dass ich... Also ich habe es jetzt mal versucht, so ein bisschen einzublenden. Ich hoffe, man konnte es sehen. Ich habe jetzt mal versucht, neuen Gag aufzurufen und das ging nicht. Und auch die ganze Filtergeschichte hier. Das ist jetzt die IP-Adresse von meinem iPhone. Und man sieht hier auch DNS-Anfragen durch Filter gesperrt. Ne? Da sieht man hier zum Beispiel auch, neuen Gag wurde gesperrt. Dann gibt es hier noch eine ganze Menge andere Sachen. Also sehr, sehr viele Sachen, was gesperrt worden sind. Ja. Eine ganze Menge sogar. Was gibt es da noch? Ja, häufigste gesperrte Domains. Das heißt, im Hintergrund laufen da eine ganze Menge Sachen mit. Ja. Man sieht hier auch, ich war ja kurz auf HelloFresh. Und iCloud, das liegt glaube ich daran, weil es auch auf dem Handy ist. Was hat man hier noch? Ja, Bearbeitungsdauer. DNS-Anfragen. DNS-Anfragen waren eine ganze Menge. Na, ja. Wenn man hier dann irgendwo, war das da, Klienteinstellung. Komischerweise sehe ich mich hier selber nicht. Sehr suspekt. Aber gut. Ja. So funktioniert es eigentlich auch ganz einfach. Okay, als nächstes möchte ich das gerne mit Windows machen. Je nachdem, welches System ihr benutzt, ob ihr jetzt Windows 11 oder Windows 10 benutzt, das ist immer dementsprechend. Ich werde es jetzt mal hier zeigen, unter den Einstellungen. Netzwerk. So. Bei Windows 11 ist es nämlich so, wenn ich unter Netzwerk und Internet bin, dann gibt es hier die DNS-Server-Zuweisung. Wenn ich da unter Bearbeiten gehe, mache ich nicht DHCP, sondern mache ich manuell. IPv4 und dann gebe ich hier den Server ein, also die IP-Adresse von unserem Edgard Home Server. Da ich das aber jetzt bei Windows 10 mache und ich das leider nicht zuschalten kann, werde ich das von dort aus auch mal probieren und dann in die Einstellung machen. Und dann versuchen wir mal, machen wir mal einen anderen Dienst, den wir sperren können. Machen wir mal AliExpress. So, und schauen uns das dann mal an. Ich habe jetzt bei meinem Windows Laptop mit Windows 10 das auch gemacht. Man sieht das hier. Ich habe jetzt da versucht, Alibaba Express oder AliExpress aufzurufen. Und man sieht auch gleich einmal, wie durch die Filter gesperrt worden sind. Man kann über die Klienten, also wenn man reinklickt, dann sieht man natürlich auch, ich habe jetzt mal auf YouTube, das ist eine sichere Suche.
Dann Google, je nachdem, was da reinkommt. Dropbox, ja, versucht dann natürlich abzugleichen. Und dementsprechend alles Mögliche, was der eigentlich gemacht hat. So, schauen wir uns das nochmal zurück. Gefiltert, gesperrt. Man sieht hier eine ganze Menge, was der sperrt. Gut, ich habe es ja auch vorgefertigt, ne, dass ich das sperren kann. Das ist ja klar. Vom Prinzip her, sehr einfaches System. Sehr einfach umzusetzen. Die Installation ist ganz einfach, wie gesagt, hat man auch gesehen. Ich werde das auch in die Videobeschreibung unten reinlinken. Oder besser gesagt, die Links reinschreiben. Ansonsten muss man natürlich ein bisschen probieren. Ja, also ich habe es jetzt auch erst jetzt gesehen durch den Tipp von Pixter und da bin ich erst drauf gekommen. Also davor hatte ich das jetzt auch noch nicht. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Also kann man haben, sollte eigentlich auch für jeden zu Hause schon mal ja etwas sein, was man benutzt. Ne? Man kann es natürlich hier auch Schutz deaktivieren. Man sieht, gibt es natürlich ein paar Zeitintervalle. Gut, je nachdem, was man da deaktivieren möchte. Ne? Ich finde es nicht schlecht wegen der Kindersicherung auf jeden Fall. Ne? Also, ich finde es gar nicht so schlecht, dass man das hier auch rausfiltern kann und auch benutzerdefinierte Filterregeln erstellen kann. Und das auch ganz leicht. Was auch hier ein sehr schöner Vorteil oder was auch sehr toll ist, ist einfach, dass man direkt entweder über den Router das machen kann oder Windows, macOS, Android, iOS. Ne? Das heißt auch, wenn irgendein Kind im Hause jetzt Internet nützt und dann dort natürlich auch sein Handy verwendet oder sein iPad, Tablet, je nachdem, dann kann man das da auch sperren und dementsprechend die Kinder für sicheres Internet vorbereiten. Ne? Man, heutzutage ist ja sehr viel mit Betrug und mit, ja, weiß was ich, Webseiten ohne Ende, mit dem ein ganzes Zeug drin ist, was kein Kind sehen sollte, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Und da es auch kostenlos ist, kann man das auch gerne nutzen. Edguard Home ist kostenlos und Open Source, kostet euch gar nichts. Und ich finde dafür, wenn man schon einen Server zu Hause hat, einen Home-Server oder ja, theoretisch kann man das auch auf Raspberry Pi installieren. Raspberry Pi, wie gesagt, ist auch machbar. Ja, mei. Hier gibt es ein paar Bewertungen, die sehr suspekt ausschauen. Aber okay. Was gibt es da noch dazu sagen? Eigentlich nichts. Das war es eigentlich auch schon. Installationsanleitung, wie gesagt, ist eigentlich nur eine Codezeile oder eine Eingabezeile und mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Man kann es natürlich auch mit Docker installieren, wenn man das möchte. Allerdings muss man bei Docker ein bisschen bezüglich der Netzwerkeinstellungen sich auskennen. Weil sonst hat man nämlich eine interne oder eine virtuelle IP-Adresse und das ist dann wieder so eine andere Welt. Vergleich dazu, wie gesagt, ja, hat mehr als Pi-ho, viel mehr zum Anbieten. Und ich finde es natürlich auch von der Installation und auch der Handhabung her sehr leicht. Ne? Er schützt eigentlich unsere ganzen Geräte. Gut, das war es eigentlich auch von mir schon für Edgard Home. Ich hoffe, ich konnte es euch zeigen, so leicht wie möglich. Und ich hoffe, es wird euch sehr viel nützen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß damit und wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein Like da lassen und meinen Kanal nicht zu vergessen zu abonnieren, um kommende Videos nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Abend euch.